jetzt haben wir die Wasserfallröhren geschafft. Ach so, da kommen wir dann quasi wieder da raus, wo ich dann zwischenzeitlich war für die Kiste. Ah ja. Würdest du die Kiste jetzt schon. Moment, gibt's die neu? Ne, da oben wäre noch eine Kiste gewesen. Na gut, dann springen wir da jetzt erstmal wieder ins kalte Wasser. Um wieder abzugehen wie so ein Zöpfchen. Ja, das mit dem Wasser, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen uncool gemacht. Dass man da tatsächlich so. Ja. So wenig Freiraum hat, sich zu bewegen. Man schwimmt ja so ein bisschen wie auf Schienen dahin. So, kann ich denn jetzt Upgrades kaufen? Jetzt habe ich doch hier fleißig Kohle gesammelt. Hallo. Angriffsschaden? Gesundheitsregeneration. Ja. Für den Schaden mit der Schleuder abgefeuerten Gegenangriffen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Okay. Hat er auch eine Steinschleuder? Nö. Wir haben uns den Hut gekauft. Okay, für das alles habe ich ja gar keine. Habe ich nicht genug Kohle. Na gut, dann schauen wir da jetzt nochmal zur Brücke. Also was mich ein bisschen wundert an dem Spiel ist, dass ich noch nicht so ganz verstehe, für welche Zielgruppe das eigentlich gedacht ist. Weil die Kampfpassagen finde ich jetzt da gar nicht so easy. Hoppala. Also rein von der Reaktion her. Ja. Hoppala. Das mit dem. Die Steuerung ist nämlich auch teilweise gar nicht so intuitiv. Das heißt, für das jüngere Publikum, was die Grafik so ein bisschen vielleicht suggeriert, ist es auf jeden Fall mal nicht ausschließlich gedacht. So, jetzt werden wir doch da mit unseren super geilen Sprungstiefeln. Halli hopp. Komm mal rüber. Na also. Dann zwar kein Hook, aber halt ein Hüpf. Oh. Ja, und die sehen auch alle so ein bisschen gleich aus hier, ne? Die Kameraden. Flynn, oh warte, die kleine Ariel? Ich hätte dich da fast nicht erkannt. Wir haben alles in der Welt bis zu über die Brücke gekommen. Ich kann unser Glück kaum fassen, wenn diese Kristalle noch näher bei uns heruntergefallen wären. Wären mein Bruder und ich erledigt gewesen. Schau nie nach unten, das funktioniert wie ein Zauber. Was ist hier passiert? Ich bin auf dem Weg ins Tal, auf einer sehr wichtigen Mission. Du bist eine sehr wichtige Mission? Du bist lustig, das muss ich dir lassen. Stimmt, stimmt, eine wichtige Mission, klar. Nur leider musst du eine andere Möglichkeit nach unten finden. Mein Bruder und ich sind schon seit einiger Zeit mit der Reparatur des Turms beschäftigt. Außerdem haben diese Kristalle die Brücke stark beschädigt. Mont arbeitet jetzt oben auf der oberen Ebene. Ich habe ihm geholfen, aber nun in der Höhe zu arbeiten, ist sein Fachgebiet. Das war der Deal, als wir diesen Job bekamen. Ich bin kurz davor, in die Pause zu gehen, sodass es noch eine Weile dauern wird, bis der Aufzug wieder in Betrieb ist. Ich kann aber nicht warten. Ich muss jetzt nach unten fahren. Meine Anwesenheit ist bei einem sehr wichtigen und geheimen Treffen erforderlich. Haha, das ist ein guter Witz, mein Kind. Ich möchte deinen Spaß und das Spiel nicht verderben. Aber dein Lieferauftrag oder was auch immer es sein mag, wird warten müssen. Andererseits, ich sag dir was. Wir wollen den Aufzug gerade testen, aber mein Bruder braucht das Zahnrad noch. Wenn du es ihm hochbringst, werde ich meine Mittagspause für dich verschieben. Was hältst du davon? Das klingt gefährlich. Ich bin dabei. Bin schon auf dem Weg. In Ordnung. Zuerst musst du das Zahnrad aus der Werkstatt oben holen. Es soll auf einem Arbeitstisch auf einem Bündel von Seilen liegen. Also gut, um nach unten zu kommen, müssen wir erst nach oben. Logische Angelegenheit. Hihi.
Nee, so funktioniert das wahrscheinlich noch nicht, ne? Nichts ist passiert. So, also wir sind jetzt auf dem Turm, wir müssen nach oben. Ganz da hoch. Und der lallt so ein bisschen. Ich glaube, der macht gerade schon Mittagspause. Dieser Turm steht zu Ehren des ersten Jahrzeitenwächters, Algernon der Weise. Dieser wurde von legendären Krieger mit der Aufgabe betraut, einen Kodex des rechtschaffenden Wächteramts zu verfassen. Ohne die Wächter wäre unsere Fähigkeit, die Jahreszeiten zu ehren, schon vor langer Zeit durch feindliche Bedrohung beendet gewesen. Lasst euch die Stärke der Tradition fortleben und lasst die Entschlossenheit der Wächter, gegen das Böse zu kämpfen, nie in Vergessenheit geraten. Ja, das wäre Tafel Nummer 2. Gut, wenn wir da mal Eis machen können, dann machen wir da auf jeden Fall mal Eis, ne? Schön blaues Eis. Das war das Zahnrad. So, und jetzt müssen wir noch zu einem anderen Burschen da. Zu unserem kleinen Alkoholiker-Kumpel. Hoppla. Jetzt hat sie wieder die Wunde, die war zwischenzeitlich mal in irgendeiner Cutscene, war die weg. Okay. Ha, da haben wir doch wieder eine Kiste gefunden. Jetzt ist auch unsere Minimap natürlich wieder da. 116 Münzen. Wenn das nicht genug, Leckereien gibt. So, ach so, hier geht's weiter. Ein bisschen verwinkelt hier das alles. Komme ich hier hoch? Ja. Ernsthaft, was ist denn das hier für eine Pulle? Fruchtsaft, ja. Fruchtsaft aus Gerste und Weizen mit Sicherheit. Oh hey, willkommen. Es ist immer ein Vergnügen, die Familie des Winterwächters zu sehen. Wie geht es, Gwen? Ich hoffe, es geht ihm besser. Weißt du, dein Vater hat uns diesen Job besorgt, als dieser Turm zu einem regionalen Denkmal ernannt wurde. Er sagte, wir würden nie eine bessere Aussicht finden. Ich habe hier Julie noch nie von so hoch oben gesehen. Es sieht alles so winzig aus. Erholt sich mein Bruder unten von seinem Anfall? Der Blick von hier oben macht ihm zu schaffen. Er hasst die Höhe. Mir macht sie nichts aus. Ich mache sogar meine Pausen hier mit einer schönen Tasse Erdbeersaft. Mhm. Lass uns reingehen, um das Zahnrad austauschen. Ich hoffe, dass ich diese Schicht mit einem Erfolg beenden kann. Dann kann ich mir etwas Erdbeersaft zum Feiern gönnen. Der Typ ist ein bisschen abhängig, habe ich das Gefühl. Von Erdbeersaft. Das sollte funktionieren. Endlich Zeit, nach unten zu fahren. Ja. Achso, diese Fruchtsaft-Geschichten, das ist auch schon wieder eine Sammelquest. So, das war unsere Kiste. Und da war doch da in der Nähe hier noch so ein Balken zum wieder runterklettern. Genau da. Ging es hier nicht irgendwo rein? Ah, da. Ja, schicke Aussicht. Die haben wir schon gelesen und da sind wir doch wieder bei unserem Brüderlein.
Puh, vielleicht hast du Material für eine Geheimmission. Gute Arbeit da oben, Adi. Wir sind bereit für den Test. Zieh einfach am Hebel hinter dir, wenn du dich bereit fühlst. Jau! Nach unten? Aber nach sicher doch. Flugzeug! Flugzeug! Also gut, ich hoffe mal, dass das im ersten oder im zweiten Patch behoben wird. Das sieht ja schon ein bisschen affig aus. Ah, die kommt zu dir gefliegt. So, wir haben die Turmquest beendet. Kann ich dir denn auch was machen? Nee. Ey, da ist ein Eingang. Da ist doch ein Eingang. Wo führt denn der hin? Wo führt denn der hin? Ich bin noch nicht groß genug für, glaube ich. Na gut. Dann muss ich da zu einem anderen Zeitpunkt wiederkommen, befürchte ich. Das wäre ja fast gedacht, wenn wir da nicht irgendwo eine Lösung finden, um da hochzukommen. Oder es ist wieder ein Ausgang von einem Dungeon. Das kann natürlich auch sein. Was ist denn da hinten? Ein Zahnrad? Gegners. Was ist... Ich vermute mal, dass diese Sonnenwende-Energie einfach so, ja, ein Combo-Zähler quasi ist. Was ist denn damit hier? Ah, ein Baumhaus. Ja, Kamerawinkel ist manchmal ein bisschen seltsam. So, hier haben wir einmal eine Kiste. Mit Sicherheit wieder nur mit Goldmünzen. Aber es soll ja nicht unser Schaden sein. So, was haben wir denn hier? Ah, die Teekanne. Das ist die zweite von. Moment mal, Fruchtsaft. Da haben wir doch schon eine gesammelt gehabt. Wieso wird das denn jetzt. Autsch. Autsch, tut mir leid. Das war so nicht geplant. Okay, auch diese Stöhngeräusche, das klingt jetzt nicht so, als wenn das eigentlich beabsichtigt ist, dass die quasi so lange nach dem Sturz noch mitspielen. Wie gesagt, wir haben hier ein Spiel, das quasi gerade erst released wurde vor wenigen Tagen. Zumindest stand jetzt, wo ich das spiele. Wenn das Ganze jetzt auf YouTube ist, dann ist das wahrscheinlich schon ein paar Tage her dann wieder. Aber dementsprechend kann es eben noch sein, dass einfach noch ein paar Sachen ein bisschen anfällig sind für Fehler. So, ich vermute mal hier, wo dieser auf dieser Minikarte, dass dieser Kristall da oder was das ist, geht es dann wahrscheinlich weiter zum nächsten Gebiet. Ist auch ein Tor. Oh ja, unsere Quest besteht jetzt auf jeden Fall auch schon darin, als nächstes direkt diese Kuppel der Jahreszeiten zu finden. Dort da hinten, das müsste sie sein. Jetzt sieht man es ein bisschen besser.
So, wenn uns hier wieder ein Rätsel erwartet, dann machen wir das doch mal mit hier. So, und Winterzeit. Und was passiert jetzt so? Ah! Ein gezeichnetes Rätsel. Eieiei. Hallo Ari. Küsse. Okay, das ist ja alles bisher noch ziemlich einfach und gechillt, weil wir haben das ja nur eine Jahreszeit und wir werden ja auch später noch andere Jahreszeiten bekommen. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Rätsel sich dann so ein bisschen uns präsentieren werden. Oder haben wir wieder einen. Ach, das ist wieder Senpai. Sensei. Upgrades kaufen. Kondeschaden. Ich habe noch keine. Gewandtheit im Kampf. Oh ja, komm. Warum denn eigentlich nicht? Oh, hallo Ari. Du siehst so aufgeweckt aus. Kommst du mit uns zum Essen? Es ist fast fertig. Ich warte nur noch auf den Fisch. Fisch? Ich mag keinen Fisch. Und außerdem bin ich auf einer wichtigen Mission. Ich habe keine Zeit zum Essen. Nun, mit leeren Magen kann man keine ordentlichen Abenteuer erleben. Hat er recht. Ich bitte dich nur ungern, aber ich kann das Essen nicht unbeaufsichtigt lassen. Würde es dir was ausmachen, bis zur Fischerhütte ist es wirklich nicht weit. Er wohnt direkt am Wasserfall unter dem Turm. Was ist für mich drin? Auch wenn du keinen Fisch magst, es wird andere Dinge zu essen geben. Ich glaube, wir haben ein paar Äpfel rumliegen. Vielleicht sogar ein paar Kekse. Kekse? Ich bin dabei. Kekse, ja. Versuch einfach, dich zu beeilen. Ich will das andere Essen nicht anbrennen lassen. Oh ja, da kommen wir doch sicherlich hin. Da hinten ist auch noch ein. Ist auch noch ein Fragezeichen. Und sag nicht, wir spielen wieder Verstecken. Oh, hey Ari, mir gefällt dein neuer Look. Hallo Molly, geht es dir gut? Was ist passiert? Jungsprobleme. Bist du nicht ein bisschen zu jung? Gavin wieder. Was? Was ist dieses Mal passiert? Der See war bis jetzt immer gefroren, darum dachte ich, wir könnten schwimmen gehen. Was? Der See war bis jetzt immer gefroren, darum dachte ich, wir könnten schwimmen gehen. Nein. Aber Gavin lachte mich aus und sagte, ich wäre verrückt. Vielleicht sollte ich ihn und den See einfach vergessen. Ach komm. Ich werde versuchen, mit ihm zu reden, Molly. Bin gleich wieder da. Wirklich, Ari? Danke. Okay. Kann ich ihn prügeln? Ari, was ist denn das für ein Haarschnitt? Du siehst aus wie Flynn. Das ist jetzt egal, Gavin. Ich bin wegen Molly hier. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Ari. Sie ist meine Freundin und du hast sie zum Weinen gebracht. Sie wollte den See genießen. Es war noch nie so weit. Nie, nie, niemals. Darum ist es verrückt, dort zu schwimmen. Klingt für mich nach Spaß. Klingt für mich nicht nach Spaß. Das neue Wetter ist doof. Wir sind früher jeden Tag Schlittschuh gelaufen. Wer weiß, ob wir das wieder können. Julius ist jetzt ganz anders, aber das ist schon okay. Vielleicht für dich, für mich nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee, womit ich ein wenig abkühlen kann. Wow, eine Jahreszeitensphäre. Ari, wie magst du das? Liegt wohl in der Familie, Gavin. Sag Molly nächstes Mal einfach, dass du lieber Schlittschuh laufen willst. Puh, das weiß sie bereits. Ich möchte trotzdem noch wissen, wie du eine Wintersphäre gemacht hast. Nö. So, und jetzt schauen wir wieder zu Molly. Ari, was hat Gavin gesagt? Was hast du gesagt? Sag's mir, sag's mir, sag's mir. Geh wieder mit Gavin sprechen, Molly. Ich denke, er wird dich dieses Mal überraschen. Bist du sicher, Ari? Ich habe dich mit einer geheimen Lücke im Zaun doch nicht in die falsche Richtung geschickt. Vertrau mir, Molly. Oh, ich erinnere mich dran. Das hat Spaß gemacht und war auch ein wenig gruselig. Okay, bis später, Adi. Tschüss.